Enthält unter der Nummer 2 eine Beschlussempfehlung, die ich Sie bitte zu unterstützen. Sie betrifft ehemalige Heimkinder, die in den 50er und 60er Jahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in Heimen der Behindertenhilfe in Westdeutschland untergebracht waren und dort Gewalt und Unrecht erfahren haben. Wie mancher von Ihnen noch wissen wird, hat der Deutsche Bundestag auf Betreiben des Petitionsausschusses vor Jahren in einem sehr aufwendigen Verfahren den runden Tisch Heimerziehung auf den Weg gebracht. In dessen Folge wurde ein Fonds auferlegt, aus dessen Mitteln ehemalige Heimkinder für zugefügtes Unrecht entschädigt wurden. Die jetzige Petition hat zum Ziel, auch die in Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie in Heimen der Behindertenhilfe untergebrachten, die von den bereits existierenden Fonds nicht erfasst werden, zu entschädigen. In einer Entschließung des Deutschen Bundestages vom 7.7.2011 wurden ausdrücklich auch Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie deren Kinder- und Jugendpsychiatrien als Orte genannt, in denen Kinder und Jugendliche Leid und Unrecht erlitten haben. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, im Einvernehmen mit den Ländern auch für diese Personengruppen Regelungen für Hilfen zu finden. Hier muss allerdings erneut Geld in die Hand genommen werden. Zur Umsetzung der Entschließung prüfen die Bundesministerien für Gesundheit und für Arbeit und Soziales Lösungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Form einer Zustiftung zu dem Fonds Heimerziehung, und sind auch bereits an die Länder herangetreten, die sich mit der Thematik im Rahmen der 90. und 91. Arbeits- und Sozialministerkonferenz damit befasst haben. Allerdings wurden hierbei auch Zweifel geäußert, ob dieser Weg geeignet ist, das erfahrene Leid und Unrecht auszugleichen. Der Petitionsausschuss hat sich daher schriftlich an die Arbeits- und Sozialminister der Bundesländer und die großen Kirchen mit der Bitte gewandt, im Interesse der Betroffenen an einer angemessenen, kurzfristigen Hilfe für den genannten Personenkreis aktiv mitzuwirken. Ziel unseres Überweisungsvorschlages ist es deshalb, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bundesregierung und Parlament alle weiteren Beteiligten davon zu überzeugen, dass die entsprechenden Finanzmittel schnellstmöglich zur Verfügung stehen und an die Betroffenen ausgezahlt werden können. In diesem Sinne appelliere ich an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, unserem einstimmigen Erwägungsvotum, welches die Bundesregierung und die Landesvolksvertretung auffordert, das Anliegen noch einmal zu prüfen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen, Ihre Zustimmung zu geben. Dankeschön.